Grüezi miteinander, wird Ihnen präsentiert von Gerber Reisen. Ein herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe von Grüezi miteinander. Es freut mich riesig, Ihnen im Rahmen dieser Sendung unsere schöne Schweiz, mein Heimatland, ein bisschen präsentieren zu dürfen. Ich werde es Ihnen im Laufe der folgenden Sendungen, Ihnen und meinem lieben Schatz natürlich, vorstellen und das gespickt mit ganz, ganz tollen Künstlern und Interpreten aus dem Bereich Schlager, Volksmusik bis hin zum Country, einfach alles, was die Musik Welt herzugeben hat und einer ganz großen Portion Swissness. Ja, heute sind wir zwei natürlich nicht allein unterwegs, sondern mit vielen tollen Kollegen, Musik aus der Schweiz und aus Österreich haben wir heute mit dem Gepäck und wir reisen ganz feudal natürlich, das Schönste, was man erleben kann auf der Autobahn, reisen mit einem Reisebus im 5-Sterne-Royal-Class-Bus. Ja, und beginnen tun wir diese Reise in der ersten Ausgabe hier im wunderschönen Emmental. Mit dabei an Bord werden heute sein aus Deutschland Jeanette. Dann der wunderbare Handorgelkünstler aus der Schweiz Adamo Heller. Und ein ganz sympathisches Duo aus dem Seeland in der Schweiz, die Seeländer. Viel Spaß! Die Sonne blinzelt noch ganz schwach, halb verschlafen und halb wach. Den Mond hat sie schon weggeschickt und ganz sanft erweckt sie mich. Der Wecker hat sich's überlegt, denn zu klingeln fällt ihm schwer. Ich mach die Augen auf und seh, du bist da, was brauch ich mehr? Dieser Morgen soll so bleiben, dieser Morgen ist okay. Ich hab dich an meiner Seite, ja, so kann's ruhig weitergehen. Dieser Morgen soll so bleiben, ja, dieser Morgen ist okay. Ich könnt auf der Sonne reiten, dieser Tag wird wunderschön. Lächel nochmal, sei so nett, Frühstück bring ich dir ans Bett. Der Tag ist wie für uns gemacht, alles andere wär gelacht. Das Telefon noch stumm gestellt, das uns nicht so niemand stört. Das Glück hab ich für dich bestellt, weil der Tag nur uns gehört. Dieser Morgen soll so bleiben, dieser Morgen ist okay. Ich hab dich an meiner Seite, ja, so kann's ruhig weitergehen. Dieser Morgen soll so bleiben, ja, dieser Morgen ist okay. Ich könnt auf der Sonne reiten, dieser Tag wird wunderschön. Dieser Tag wird wunderschön. Ich könnte auf der Sonne reiten. Dieser Tag wird wunderschön. Ja, und das war unser erster musikalischer Gast aus Deutschland, Jeanette, mit Dieser Morgen. Und was gibt es Schöneres, als an einem schönen Sonntag
mit einem 5-Sterne-Reisebus unterwegs zu sein. Von Roggwil aus, dem Firmensitz unseres Busunternehmens, fahren wir durch wunderschöne Bauerndörfer in Richtung Emmental. Das Landschaftsbild ist geprägt von saftigen Wiesen und Weiden. Und am Horizont erkennt man die Alpen, die zum Greifen nahe scheinen. Vom langjährigen Berufschauffeur Dieter Saladin werden wir sicher und sehr komfortabel durch die sonnige Schweiz gefahren. Und wir sind gespannt, wo uns unsere Grüezi miteinander Reise heute noch hinführt. Ja, lieber Dieter, wie ist das so? Busreisen im Allgemeinen, hat das eher zugenommen oder ist das immer noch so, wie es früher eher so im Kopf ist? Bei mir eigentlich so Kaffeefahrten und einfach so ältere Leute, was Busreisen machen. Erfreulicherweise hat es zugenommen. Man muss natürlich die zwei Arten von Busreisen unterscheiden. Wir machen jetzt zum Beispiel auf der einen Seite diese Pendelfahrten. Da bringen wir vor allem jüngere Leute, auch Familien, an unsere Badeferiendestinationen in Italien, Spanien und in Kroatien. Da fahren wir in der Nacht direkt zum Hotel. Die Leute bleiben eine Woche oder länger dort und wir holen sie dann wieder zurück und fahren wieder in der Nacht in die Schweiz zurück. Und wie ist das so im Vergleich mit Flugreisen? Darf ich da dann auch, wenn mir was gut gefallen hat, ein bisschen mehr Gepäck mit nach Hause nehmen? Auf jeden Fall, das ist kein Problem. Wir kennen da eigentlich keine Grenzen. Gut, den ganzen Hausrat kann man nicht mitnehmen, ja, aber klar. Es ist da viel mehr möglich als beim Flugzeug. Sogar gegen Aufpreis kann man Fahrräder mitnehmen, ist bei uns gar kein Problem. Super, und du hast gesagt, man unterscheidet zwei Arten. Was ist die zweite Art von Busreisen? Die andere Art, die sind natürlich die Fernreisen, die Rundreisen, die sogenannten. Okay. Da kommen die Leute in Gruppen mit, bleiben zum Beispiel 16 Tage in dem Bus, vielleicht ans Nordkap. Wir machen das mit zwei Busfahrern, da werden die Leute optimal betreut. Man kann ihnen viel zeigen, viel erklären über die Länder, über die Menschen, über die Kulturen. Und nach 16 Tagen kommen sie hoffentlich wieder zufrieden zurück und haben den Kopf voll neuer Eindrücke. Also das heißt, tagsüber ist man dann quasi am Reisen im Bus, nachts hat man irgendein Hotel, wo man dann schläft. Und wie ist das, wenn ihr dann über Meere müsst oder so? Weil ich glaube, es gibt auch weitere Destinationen dann. Ja, zum Beispiel Nordafrika, da fahren wir nach Marokko. Da muss man natürlich die Fähre nehmen. Da werden aber wieder die Leute betreut auf den Fähren. Der eine Fahrer fährt mit dem Fahrzeug auf die Fähre, der andere geht mit den Leuten in die Kabinen rein, zeigt ihnen alles, erklärt ihnen alles. So sind eigentlich unsere Gäste immer optimal betreut auf der ganzen Reise. Ja, das ist ja eine ganz tolle Sache, wenn man jetzt auch schon Fernreisen eigentlich so machen kann. Habe ich bis dato gar nicht groß gewusst. Und ich finde das ganz, ganz toll. Vielleicht konnten wir auch Ihnen, liebe Zuseher, ein paar Informationen zu Busreisen geben. Vielleicht wussten Sie auch das eine oder andere noch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch weiterhin noch viel, viel Erfolg und vor allem eine gute und unfallfreie Fahrt. Ganz herzlichen Dank. Ja, und wir sind nun hier im komfortablen 5-Sterne-Royal-Class-Bus. Und eigentlich könnte ich hier liegen, wenn die Sitze auseinander wären. Aber sonst würde ich herunterfallen und mit den zwei Hübschen können die gar nicht ein Gespräch führen. Bei mir nämlich jetzt Andrea links und rechts der Pascal von den Seeländern, die uns jetzt gleich ihren ersten Titel präsentieren. Aber vorher wollen wir ein paar Sachen hören und wissen von euch. Andrea, ihr seid 2,5 Jahre miteinander unterwegs. Wie ist das so? Der Pascal ist ja dein Anvertrauter sozusagen. Können Sie das trennen? Daheim, privat und auf der Bühne? Nee, das ist unmöglich. Unmöglich? Unmöglich, ja. Einfach zu viel miteinander? Genau. Wir können das nicht trennen. Das ist unser Hobby, das ist unser Leben, die Musik. Das ist... Nein. Ihr macht ja Tanzmusik auch, also euch kann man buchen für den ganzen Abend. Macht es aber auch so wie heute jetzt bei uns in der Sendung. Show, also mit Halbplayback, geht es auf die Bühne, verzaubert die Leute mit eurem Charme, mit eurer Musik. Pascal, ich frage dich jetzt unabhängig von ihr, wie ist es denn mit der Frau auf der Bühne zu stehen, mit der Anvertrauten? Ja,
Das ist wieder eine schwierige Frage. Gefragt, ja, genau. Und ich, bei meinem letzten Interview habe ich gesagt, ich bin froh, dass sie zwischendurch noch arbeiten geht. Da habe ich noch eine Minute für mich, soll jetzt nicht werden sein. Nein, ist natürlich nur Spaß. Ja. Nee, also, natürlich ein schönes Gefühl, wenn man alles zusammen machen kann. Ja, das sage ich auch. Also hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Genau. Also bei mir sagt es Frau. Ihr seid natürlich nicht nur als Interpreten auf der Bühne, ihr zwei, sondern auch als Veranstalter. Ihr macht jedes Jahr ein tolles Oktoberfest, natürlich im Monat Oktober. Das ist bei euch, glaube ich, in der Heimat. Das ist eigentlich bei uns in Borben, ja, dieses Jahr, wo wir ja auch beheimatet sind seit mehreren Jahren. Und wie gesagt, findet alle Jahre im Oktober eigentlich statt, ja. Also eine tolle Sache. Und das Ganze, wo ihr unterwegs seid, was ihr veranstaltet, das kann man auf eurer Homepage nachlesen. Ne? Gib vielleicht schnell die Adresse durch, Andrea. Ja, unsere Homepage ist www.dieseeländer.ch. Wird jetzt natürlich nochmal eingeblendet zur Sicherheit unten. Und wir hören jetzt einen ganz neuen Titel aus eurem aktuellen Album. Ist auch Beitrag beim Alpen Grand Prix diesem Jahr. Der Wein aus dem Seeland, gute Unterhaltung mit den beiden singenden Pärchen, die Seeländer Andrea und Pascal. Gute Unterhaltung. Liebe Zuseher, da wir Künstler ja eigentlich alle eine große Familie sind, haben wir uns etwas ganz Tolles ausgedacht. Und zwar haben wir einen lieben Kollegen, er ist ein sehr erfolgreicher Comedian und Zauberer hier in der Schweiz. Und zu seinem großen Glück fehlt ihm jetzt einfach nur noch eins, und zwar die große Liebe. Mein Name ist Patrick Sieber. Ich bin auch bekannt unter dem Namen Ricky, weil ich als Zauberer und Komiker unterwegs bin.
bin wieder Single. Ich war 10 Jahre in einer Beziehung und ich muss sagen, wir hatten schöne Zeiten, bevor wir uns kannten. Und auf diesem Weg suche ich jetzt per TV meine Traumfrau und vielleicht kannst du mich überzeugen, dass du meine Traumfrau bist, indem du ein gutes Date mit mir machst. Meine Hobbys sind das erste Mal auftreten, das ist mein größtes Hobby, auf die Bühne stehen. Dann spiele ich noch in einer Guckenmusik, also Fasnachtsmusik. Und ansonsten bin ich gern draußen in der Natur, spazieren gehen, mit dem Segway auf Tour gehen. Ziemlich einfach. Am liebsten in den Ausgang gehe ich hier in meiner Heimatstadt in Solothurn, vor allem in das Solör. Das ist eine gemütliche Bar direkt an der Aare. Oder auch am Landhaus gehen. Es sind ganz viele kleinere Bars, wo man gut Leute kennenlernen kann. Oder gut essen in einem Restaurant hier in Solothurn. Wenn du mich eine Stunde daten willst, dann lass dir eine gute Idee einfallen. Ich bin mir auch für nichts zu schade. Ich habe keine Höhenangst, ich bin nicht wasserscheu. Mit mir kann man jeden Spaß machen. Gestalte eine gute Stunde mit mir und vielleicht bist du meine Traumfrau. Ja, wenn ihr jetzt unseren Ricky natürlich kennenlernen möchtet und ihr und wir euer Interesse ein bisschen geweckt haben, müsst ihr natürlich etwas dafür tun. Wir werden ein Blind Date mit ihm abhalten, das heißt, ihr könnt ihn eine Stunde lang von euch überzeugen. Nur müsst ihr euch bewusst sein, er hat verbundene Augen. Also, überlegt euch, was ihr eine Stunde lang mit diesem netten jungen Herrn alles machen würdet. Er sieht aber wirklich nichts. Also, liebe Mädels und Frauen, bewerbt euch bei uns für den Ricky. Wer eine Stunde mit ihm erleben will, kann das bei uns machen. Anmeldungen auf unserer Homepage unter www.grüezi-miteinander.ch. Ja, und jetzt geht's weiter mit guter Musik aus der Schweiz und Adamo Heller. Thank you.
Zuschauer. Das war Adamo Heller mit Am Menzberg schwinget. Ein neuer Titel aus seinem aktuellen Album. Hallo Adamo. Hallo Corinne. Grüß dich. Ein Titel habe ich gesagt, von wie vielen Titeln, die du jetzt aktuell rausgebracht hast? 16 Titel sind auf der CD. Okay, und das ist alles so in dem Stil, wie wir bis jetzt gehört haben? Ja, es ist traditionell Schweizer Ländlermusik, Akkordeonmusik. Hm. Ilgauer Stil, sagen wir, oder Berner Oberland-Stil. Super, und den Titel, den wir jetzt gerade gehört haben, Am Menzberg schwinget, das ist einer von dir komponierter, ein eigener Titel? Genau, ja. Super, und wie viele von den Titeln gibt es oben auf dem Album? Hast du da mehrere gemacht, oder? 2 Stück habe ich selber komponiert. Okay. Und den Rest habe ich ausgewählt aus dem riesen Angebot, das wir ja haben in der Ländlermusik. Super. Und Ländlermusik, gerade du so als junger, netter, flotter Typ da. Dankeschön. Ja, ganz gelungen. Also, wie bist du dazu gekommen? Machst du das schon lange oder ist das von der Familie her? Hat man das bei euch als Tradition gemacht? War immer schon so Ländler bei euch ein Thema? Nein, also in meiner Familie bin ich so mehr oder weniger der Erste, der in diesem Stil Ländermusik macht. Ich bin durch meine Musiklehrerin dazu gekommen, durch meine Freunde, die auch Ländermusik gemacht haben. Okay. Und durch die Szene und durch viele gute Ereignisse. Wie alt warst du da, wo du angefangen hast mit so Handorgeln spielen? Ungefähr 8-9-jährig, ja. Okay, also ziemlich jung eigentlich. Und war das bei euch da gerade Trend, dass du mit dem angefangen hast? Nein, von Trend war, da war nichts zu spüren. Okay, also das ist wirklich von dir einfach rausgewachsen, das hat dir gefallen. Hast du das irgendwo mal gesehen, eine Handorgel? Hat sich das fasziniert oder wieso eine Handorgel? Ich hatte als kleiner Bub eine kleine diatonische Handorgel zu Hause. Okay. Und die wollte ich einfach mal ausprobieren. Mhm. Und dann haben meine Eltern gesehen, das funktioniert, den schicken wir doch in den Unterricht. Okay. Und das hat dann recht gut funktioniert. Bis heute bin ich da dran geblieben und habe eine Riesenfreude an diesem Instrument. Was ich aber von dir weiß, du spielst nicht nur traditionell mit diesem Instrument, sondern du bist auch unterwegs, glaube ich, rockmäßig. Und ja, kann man so sagen. Also Pop, Rock mit Schweizer Mundart. Genau. Traufer nennt sich das. Und auch ja, ein natürlich ganz tolles noch einige Projekte. Okay, also du bist ja auch schon wirklich lange unterwegs in Sachen Volksmusik und spielst ganz viel, also bist eigentlich auch ganz spontan. Also man kann dich irgendwo hinsetzen und es ist gleich, wenn Adamo Heller da ist, ist dann irgendwo einfach auch Stimmung gleich da. Okay, sagen wir das mal so. Ja, meine lieben Zuseher, wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren möchtet, über die Musikszene in der Schweiz oder auch über Adamo Heller oder einfach sonst über unsere Sendung, dann geht's doch ins Internet und schaut es euch einmal an unter www.grüezi-miteinand.ch. Lust auf mehr? Ab in die Badeferien mit Gerberreisen. Unsere komfortablen Karts verkehren bis zu 3-mal wöchentlich nach Spanien, 2-mal wöchentlich nach Italien und 1-mal wöchentlich nach Venetien und Kroatien. Gerberreisen, die schönste Art zu reisen. Willkommen in der Royal Class der Firma Gerber. Die Firma Ernst Gerber AG aus Roggwil besteht seit über 60 Jahren. Sie wird heute in der zweiten Familiengeneration weitergeführt. Wir besitzen 10 Fernreisebusse, mit denen wir insgesamt 3 Sparten abdecken im Reisegar-Business. Auf der einen Seite machen wir Firmen- und Vereinsausflüge, tägige Reisen bis aber auch mehrtägige Sachen im Ausland, bei denen wir die ganze Organisation übernehmen, von A bis Z, wenn das unsere Kunden wünschen. Auf der anderen Seite haben wir die Badeferienangebote. Da haben wir Destinationen in Spanien, Costa Brava, Costa Blanca, in Kroatien, in Istrien genauer gesagt, und in Italien an der Adriaküste. Da fahren wir jeweils in der Nacht an die verschiedenen Destinationen, bedienen die Hotels, bringen unsere Kunden, vorwiegend auch Familien mit Kindern, direkt von dem Einsteigeort in der Schweiz zum Hotel. Das Gepäck ist kein Problem, die Familien können so viel mitnehmen, quasi wie sie wollen. Gegen Aufpreis sind sogar Fahrradtransporte möglich. Auf unseren Rundreisen fahren wir durch ganz Europa.
In den letzten Jahren ist vor allem Skandinavien sehr stark geworden. Da fahren wir in 16 Tagen bis ans Nordkap und wieder zurück. Aber auch Rundreisen in Südnorwegen, in Südschweden haben wir im Programm. Auch die britischen Inseln boomen in letzter Zeit. Auch dort entwerfen wir jedes Jahr wieder neue, interessante Rundreisen. Auch den afrikanischen Kontinent bereisen wir. Wir haben bereits dieses Jahr jetzt die dritte Marokko-Reise gemacht. Auch dies war ein großer Erfolg. Vor allem mit solchen Bussen wie dem hier, der Royal Class, mit insgesamt 30 Sitzplätzen. Das heißt, die Gruppe von maximal 30 Leuten ist nicht so groß. Man ist flexibel. Wir haben auch auf diesen Reisen Doppelbesatzungen, das heißt zwei Busfahrer, die sich um die Fahrgäste kümmern können. Der eine fährt, der andere macht Reiseleitung, bedient die Gäste mit Getränken. Wenn wir auf eine Fähre fahren, dann kann der eine Chauffeur mit den Leuten auf die Fähre, der andere fährt mit dem Bus darauf. So können wir sicherstellen, dass unsere Kunden rund um die Uhr bestens betreut werden. Wir würden uns natürlich auch auf Sie ganz herzlich freuen, wenn Sie mit uns einmal auf eine solche Reise mitkommen würden. Vielleicht sehen wir uns bald einmal wieder auf einer Rundreise irgendwo in Europa. Vom Emmental aus geht es dann über den Schallenbergpass ins Berner Oberland. Die kurvige Straße verleitet alle zum Genießen.
Blick aus dem Fenster ist idyllischer als jeder kitschige Heimatfilm, von denen übrigens hier schon einige gedreht wurden. Die üppig geschmückten Bauernhäuser sind typisch für diese Gegend und ein echtes Markenzeichen für das Emmental und das Berner Oberland. Nach einem kurzen Stück Autobahn sind wir am Thuner See angekommen. Ich hol für dich den Mond vom Himmel und die Sterne, wenn du willst. Ich klau dir Flügel eines Engels, weil du meine Sehnsucht stillst. Ich mal für dich den Regenbogen, nur für dich, dass du mich nie mehr vergisst. Das Glück schreib ich für dich verkehrt rum, weil es einfach Liebe ist, weil es Liebe ist, still ich heute Nacht den Mond, weil es Liebe ist, weiß ich, wo die das Glück allein regiert. Weil es Liebe ist, still ich heute Nacht den Mond. Weil es Liebe ist, weiß ich, wo die Sonne wohnt. Weil es Liebe ist, bin ich heute Nacht bei dir, weil die Liebe ist. Nur das Glück. Weil es Liebe ist. Das war Jeanette mit ihrem zweiten Titel aus ihrer Debütsingle. Und jetzt ist das nette Fräulein bei mir. Grüß dich, Jeanette. Hallo. Wir sind ja hier im wunderschönen Emmental, also im tiefsten Schweiz sozusagen, da wo der Käse herkommt mit den großen Löchern. Das ist ja bei euch in Deutschland bekannt, ne? Ja, natürlich. Jeanette, du bist ja, du kommst aus einer musikalischen Familie. Oma, Opa, alle haben Musik gemacht. Ja. Erzähl mir mal ganz kurz. Ja, also meine Großeltern, mütterlicherseits, das waren nach dem Krieg Straßenmusikanten. Väterlicherseits, meine Oma war Schauspielerin, staatlich anerkannte, hat auch gesungen, den Erzherzog Johann Jodler zum Beispiel, hat das Hohe C gesungen. Und und meine Mutter hat gesungen und also eigentlich alle in unserer Familie. Also da blieb für dich gar nichts mehr anders übrig, wie Sängerin zu werden. Ja. Aber du hast, bevor du jetzt solo unterwegs bist oder warst, hast du natürlich in einer Band gespielt, du hast mit einem Kollegen zusammen Tanzmusik gemacht. Also ja, richtig. Du hast eigentlich schon vieles erlebt in der Musikbranche. Ja, stimmt. Also von Kindheit an, ne? Ich habe mit 3 Jahren das erste Mal schon gesungen und dann ging das so.
Und der eine oder andere wird sicher jetzt sagen zu Hause, Mensch, die Dame habe ich schon mal gesehen in der Rezeption in Ibiza, ne? Ja, richtig. Also ich habe die Hotelchefin in der Serie Liebe im Paradies gespielt und Sonja Bergwald hieß ich da. Ja. Ja, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch noch in anderen verschiedenen Serien. Eben, und seit kurzem bist du jetzt mit den beiden soeben gehörten Titeln unterwegs, ja. Deine Debütsingle, ja. Und hast sehr viel Erfolg, habe gehört, in Holland momentan Platz 2, also wirklich schön. Toll, es geht bergauf. Schon ein tolles Gefühl, auch mit eigenen Songs unterwegs zu sein. Ja, ne? Ja, also das ist wunderschön, das also freut mich sehr. Ja. Du bist auch seit neuestem natürlich im Internet vertreten. Mhm. Es ist noch so aktuell, die Homepage ist noch nicht ganz aufgeschalten, aber ja. Die Adresse werden wir jetzt unten einblenden für euch zum Reinschauen. Da gibt es alles über dich zu erfahren, ne? Ja. Wo du unterwegs bist und deine Zukunftspläne. Wie schauen die aus? Hast du schon ein bisschen was vorgeplant wieder? Eigentlich noch nicht so ganz, aber ja, es gibt da eine Sache. Es ist ein Spendenmarathon und es gibt einen Charity-Song, soll es geben. Mhm. Und also ich habe die Patenschaft übernommen für diese Spendenaktion, ja. Für die Herzensbrücke, Herzenswünsche, für todkranke Kinder und Jugendliche. Und ich bin stolz darauf, also da als Pate zu fungieren. Das ist doch eine tolle Sache. Also ich hoffe, man hört noch sehr viel, bin auch überzeugt, man hört von dir noch sehr viel in der Schlagerwelt und wünsche dir toi, toi, toi für die Zukunft. Ja, danke schön. Und bleib, wie du bist. Danke. Ich glaube, so gefällst du uns am besten. Das ist lieb, ja, danke schön. Ich sage, bis zum nächsten Mal, Jeanette. Ja. Und hier vom Kemmeriboden im tiefsten Emmental sage ich jetzt die nächsten Interpreten an. Das sind unsere beiden aus dem Seeland, die Seeländer. Gute Unterhaltung. So erzählt man sich heut von blühenden Wiesen hoch oben gar steil, den Reichtum zu nutzen auf Lebenszeit, wurde einem armen Bauern zuteil. Die weiße Maria der Berge verlangte für wahrlich nicht viel, einem Topf voller Milch auf die Erde, einmal am Tag war das Ziel. Ewiges Eis übern Kandertal, stumme Zeugen von längst einmal, verlorener Reichtum im Eismeer, für niemand zu das Leben. Sich ein auf diesem Tag. Jeden Sommer kam er rauf dann vom Tal, vergaß schon bald, wie's früher war einmal, den Topf voller Milch zu behalten, noch mehr zu erstehen, wie man weiß. Die weiße Maria ließ walten, verfluchte mit ewigem Mais. Ewiges Eis überm Kandertal, stumme Zeugen von längst einmal verlorener Reichtum.
ist heute geblieben. Maria hält Eisen wie Bart, wie Seufzer erklingen die Winde, manchmal in mondklarer Nacht. Was das Leben lieben Zuschauer, uns bleibt nur noch kurz Zeit, um Tschüss zu sagen. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat die 50 Minuten Reise ins Blaue gefallen hier in der Schweiz und mich freut es jetzt schon wieder, bis mir mein Schatz ihre Heimat näher bringt. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen mehr zu der Sendung wissen möchtet oder auch, wo ihr euch bewerben könnt, eben für den tollen Ricky, dann klickt euch rein unter www.grüezi-miteinander.ch und uns würde es freuen, wenn sie wieder einschaltet, wenn es heißt Grüezi miteinander aus der Schweiz mit Corin und Benno Bogner. Ciao! Gerberreisen wird Ihnen präsentiert von... Einer der neuen Titel auf seinem aktuellen Album, das jetzt demnächst erscheint oder erschienen ist. Lieber Adamo, stimmt das? Das stimmt so, ja. Bis jetzt. Super, darf man noch einig? Der hat mir keine Zeit für so Scherze. Okay, also, bist still. Herzlich willkommen in der Royal Class Car Reihe der Gerberreisen Badeplatz. Euer Benno. Und Excuse me. Und hier vom Kemmeriboden im tiefsten Emmental sage ich jetzt die nächsten Interpreten an. Das sind unsere beiden aus dem Seeland, die Seeländer. Gute Unterhaltung. Ich habe den Titel nicht gewusst, aber schon wurscht. Und mir bleibt jetzt gar nicht wenig Zeit. Auch gar nicht viel Zeit. Okay, nochmal. Die Sendung gefällt mir. Unter der Homepage-Adresse www.grüezi-. Bin jetzt blöd. Ne, miteinander. Und jetzt geht's weiter mit ganz toller Musik aus der Schweiz und Adamo Heller. Ja, mir ist das wohl so. Ja, okay, ja, schön. Ich würde gerne verraten. Dankeschön. Ja. Ja, ja. Kurz halten, bitte. Okay. Ba, 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 ba. Grüezi miteinander. Es freut uns riesig, Ihnen in dieser neuen Reihe... Warte jetzt. Kurz halten, bitte. Okay. Es freut uns riesig, Ihnen in dieser neuen Reihe... Was soll das? Es freut uns... Anna, hat mir. Ja, weißt du, ich muss ihm sagen. Aber wenn ihr ihn gerne kennenlernen möchtet, dann bewerbt euch doch bei uns, weil... Nein. Aua, aua, aua! Entschuldigung. Ich hab mir keine Zeit für so Scherze. Also. Okay, also, bist still. Weißt du, ich hab ihm gesagt, dass man auf die nächste Sendung so macht, dass ihm zum Beispiel manchmal Sachen klären. Jetzt sind wir hier oder hier in der Schweiz, wo ich bin ja der dumme Österreicher. Ja, eben ja. Okay, passt. Also,
Ich probiere es mal. Das ist der Verplanter. Probiere es mal, okay. Also liebe Mädels, liebe Damen, bewerbt uns. Okay. Grüezi. Nein, Grüezi-Bindestrich ist besser. Ich sehe mich halt mal.